Größere Böschungsbrände an den Bahngleisen hieß es am Mittwochvormittag kurz vor 10.30 Uhr zwischen Paulinenaue und Nauen. Brandnester und dicker Qualm zogen durch den starken Wind nur noch kräftiger und schneller aus allen Büschen, was die Brandbekämpfung zusätzlich erschwerte. Am stillgelegten Bahnhofsgelände Berradamm bedrohte die Feuerdrunst sogar umliegende Häuser anzugreifen, was durch das schnelle Vorgehen der Einsatzkräfte umliegender Ortsteile noch verhindert werden konnte. Zur Brandbekämpfung der ca. 30 Kilometer langen, von Böschungsbrand betroffenen Strecke rückten etwa 115 Wehren aus Friesack der Stadt Nauen und Gemeinde Brieselang sowie den einzelnen Ortsteilen der Städte mit heraus. Als Brandursache gab die Polizei bekannt, dass es sich um eine festgestellte, nicht gelöste Bremse an einem Waggon handelt, die der Zugführer erst am Nauner Bahnhof gelöst hatte. Der daraus entstandene Funkenflug hatte die Büsche an der ICE-Strecke in Brand gesetzt. Ein Hubschrauber der Bundespolizei flog während der noch andauernden Löscharbeiten Erkundungsflüge, um die Feuerwehren eine noch größere Übersicht weiterer Brandnester zu geben. Der Zugverkehr musste bis zum Ende der Restlöscharbeiten auf beiden Seiten stillgelegt werden. Über 70 Züge, darunter auch ICE, konnten diese Strecke nicht passieren und wurden teilweise umgeleitet.